Dann entschärfen wir die halt nicht. Die auch nicht. Da ist noch ein Medikit. Alter, das ganze Gebäude müsste doch eigentlich schon durch die Explosion schon kaputt sein. Das World Trade Center ist auch deswegen eingestürzt. Wegen. Hey, was ist das? Wo denn nur? Oh, Panik! Wieso bin ich so sichtbar? Ich werde sichtbarer. Scheiße, ich muss wieder zurück. Okay, dann. Hier liegt ein Toter. Ja, hier liegen zwei Tote. Vergessen wir. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Oh, jawohl. Skill und Luck vereint in meinem Körper, in meiner Hand. Ach, das, das klang gerade zu hochgetragen, oder? Wo geht's denn hier hin? Zack. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Hier reicht das? Reicht langsam mal, komm. Das hat schon nicht mehr viel mit Splinter Cell zu tun. Rücks! Rücks! Hast aber viel Schüsse gebraucht. Nein! Du bist doch von Vollpfosten. Komm, schieß dir in den Hoden. Schieß ja, dass du Hodenkrebs hast, den Hodensack. Aua. Aua. Wo? Ach da. Tja, das war der letzte. Nein, unser guter Wilks ist tot gestorben. Und wir kommen hier mit ganz wenig Life davon. Nein. Und trotzdem ist die Mission geschafft. Super. Kalinantech-Gebäude Langley, USA, Virginia. Wo ist denn das überhaupt in der USA? Da oben. Ist das die, ja, das ist die USA, ne? Dank des Kurzschlusses von Ivan war Grimstot hier in der Lage, den Datenfluss zu einem Atomkraftwerk auf der nordrussischen Halbinsel Kola. Ich hab gesagt, Sam, du sollst eine Cola nehmen, zurückzuverfolgen. Dies ist der erste Beweis, dass der die amerikanischen Geheimnisse zu Nikolaze führen könnte. Oh, ist es mir aufgestoßen, tut mir leid. Sie haben mich erwischt. Ich will nicht sterben. Du wirst es schaffen. Sag, wie fühlt sich das an? Du wurdest öfter angeschossen als jeder, den ich kenne. Wikes. Ich werd's überleben. Du stirbst, Wikes. Da kam die dramaturgische Hand. Jetzt eine kurze, ruhige Minute. Geht es dir gut? Soll das ein Witz sein? Tut mir leid. Dein Ziel lautet Myanmar. Deine Mission ist nicht vorbei. Was ist mit Wikes? Wir schicken einen Ersatz. Wir haben eine Agentin in Japan, die wir vielleicht anfordern können. Eine Frau namens Cohn. Was ist in Myanmar? Nikolaze. Wir haben ihn anhand der Severo-Nickel-Daten in der chinesischen Botschaft in Rangoon geortet. Chinesische Hilfe für Georgien? Die politische Lage ist nicht rosig. Wenn die Nikolaze helfen, brauchen wir dafür stichhaltige Beweise. Ich will nicht ohne Grund den Dritten Weltkrieg auslösen. Dir bleibt noch etwas Zeit, bevor du Rangoon erreichst. Soll ich für dich eine sichere Verbindung zu Sarah aufbauen? Nein. Tja. Die Hand. Sehr dramatischer Moment. Schnief, schnief.
Oh, jetzt gibt's Rache. Sam ist back in action. Ist die Wasseraufbereitungsanlage Pickett Gap in Tennessee nur knapp einer Katastrophe entgangen? Ersten Nachforschungen zufolge wurde durch einen Computervirus eine schwerwiegende Fehlfunktion ausgelöst. Keine Spur von Combine Nicolaze. NATO und Hilfsorganisationen arbeiten an der Bergung der Leichen, die der kurzen Hightech-Schreckensherrschaft des georgischen Präsidenten bereits zum Opfer gefallen waren. Ist es dem schnellen Eingreifen des Personals der Wasserwerke zu verdanken, dass nicht Tausende von Menschen an kontaminiertem Wasser erkrankten? Wenn wir so sicher sind, warum sollen wir dann das Wasser abkochen? Wenn man die beinahe Katastrophe in Pickett Gap betrachtet, scheint dies das erste Mal zu sein, dass es den amerikanischen Behörden gelang, einen von Nicolazes grausamen Terrorakten zu verhindern. Beschrieben die diplomatischen Verhandlungen mit China als äußerst schwierig. Die Chinesen werfen der US-Regierung vor, unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung chinesische Waffenlager kontrollieren zu wollen und lehnen dies bisher mit äußerster Entschiedenheit ab. Um die Suche nach Combine Nicolaze noch stärker als bisher voranzutreiben. Zack, 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 mir flackert wieder das Bild hier. Und jetzt sind wir in China. In der chinesischen Botschaft. Mal was ganz Neues hier. Wir sind ja hier. Mensch, da kommst du ja richtig rum in der Welt. Ich hatte einen Traum, ich wollte als Kind Geheimagent werden. Das ist eigentlich auch komischer Wunschberuf, den man mal äußern würde, wenn man als Kind ist, wenn man im Kindergarten gefragt wird, ja, was willst du mal später werden? Ja, Astronaut. Aber Geheimagent? Gibt's, glaube ich, selten, oder? Cool. Naja, jedenfalls finden sie Verbindungen zwischen Georgien und China. Dank der Daten des Pickett Gap Programms konnte Fürth Ecolong die Gespräche von Nicolaze bis zu der chinesischen Botschaft in Myanmar verfolgen. Eine mögliche Verbindung zwischen Nicolaze und der Volksrepublik China muss bewiesen werden, bevor gehandelt werden kann. Achso, scheiße, verkackt. Feuer drücken. Dein Kontakt ist vor Ort. Unser Mann in Burma oder Myanmar. Egal. Wo finde ich ihn? Auf einem Dach ein paar Blocks von der Botschaft entfernt. Er sagte, er sei unter einem großen roten Schild. Parole, es ist ein heller, kalter Apriltag. Missionsupdate auf deinem Opset. Wenn du jemanden tötest, ist die Mission vorbei. Wenn du das vergeigst, suche ich mir einen Atombunker und bete. Wir haben uns verstanden. Viel Glück. Hallo? Verdeckt gewesen hinter Sam, die gute Frau. Die Cole. Und Sam ist jetzt hier in... mir ist so heiß. Ich bin so schüchtern. Ich habe heute meine Tage, deswegen muss ich meinen Schambereich verdecken. Ich fühle mich so nackig. Neben dir, Sam. Kein Ding, mein Alter. Mein Höschen richten. So unbehagen. Was denn jetzt? Nimmst du mich? Willst du mich? Du willst mich nicht. Ich würde schon gerne. Hier im Kriegsgebiet. Im Van hinten. Im A-Team-Van. Im chinesisch getarnten A-Team-Van. Ich ziehe meine Schuhe schon aus. Ja, Improvisationskurs, Abendschule. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Ich speichere jetzt. Und sage, ich wünsche einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Kommentare, Likes, Hate, Abos und E-Mails, bitte alles über Cole, über die kleine, hübsche, süße Schnecke. Mal gucken, was mit der noch geht in der nächsten Folge. Muss ich dann mal schauen. Bis dahin, ich wünsche euch was. Tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell. Let's play Splinter Cell, Splinter Cell, Splinter. Ist schon eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe.
Hatte ziemlich gut vorproduziert, aber jetzt ist es an der Zeit, wieder was zu tun. Hier 7.5. heute ist, keine Ahnung, der 16. oder so. Krass, ich weiß schon gar nicht, worum es geht. Ach, hier nochmal. Zusammenfassung. Finden Sie dann Feuer drücken. Ja, komm. Ach, ich erinnere mich hier. Big King Cole nochmal. Geknallt. Nein, nicht nochmal, bitte jetzt. Genug gepimpert, hier. Mit der guten Frau im Van. Wir wollen hier gleich durchstarten. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Kommen wir hier irgendwie ran? Nee. Da steht wieder mal der typische Müllcontainer, der uns den Aufstieg ermöglicht. Wie auch im wahren Leben natürlich ein Müllcontainer immer die Aufstiegschance. Also wenn ihr Müllcontainer seht auf der Straße, das ist eure Chance, da aufzusteigen. Wo sind jetzt hin? Hier weiter. Das ist so beleuchtet. Finde ich eine gute Idee. Kriegen wir Schaden? Nee, kriegen wir keinen Schaden. Wo müssen wir hin? Was müssen wir tun? Hätten wir mit der guten Frau noch reden können? Nee, hier nicht hin. Hier oben drüber? Da hoch? Nee. Wo müssen wir hin? Ja. Das geht schon wieder mal super los. Hier komme ich gar nicht mehr rüber. Können wir mit der Frau reden? Okay, gut. Wir sind da. Näher kommen wir so nicht heran. Ich kann nicht oft genug sagen, wie wichtig diese Mission ist. Wir können uns keine Toten erlauben. Sollte kein Problem sein. Der Kontakt, dessen Position Lambert Ihnen geben wird, musste in Bewegung bleiben, damit man ihn nicht entdeckt. Wir sehen uns nach dem Job. Viel Glück. Ja, nach dem Job. Herzliches Beileid wegen Lieutenant Wikes. Ich hörte, er war ein guter Mann. Wir sehen uns nach dem Job. Nach dem Job ist vor dem Job. Ne, und vor dem 6 ist nach dem 6. Ne, nach dem 6 ist vor dem 6. Hier geht's lang. Und da steht auch schon wieder der erste Gegner. Ganz cool hier wieder schnell speichern. War das hier? Oh, jetzt wieder. Ich will runter. Oh Gott, ich sehe schon, das kann wieder was werden jetzt hier. Ich bin total wieder raus aus dem Spiel. Da ist ein Rohr. Ein Rohr haben wir gerade bei Big King Cole verlegt. Aber hier wollen wir diesmal... Hiermit ist diesmal... Oh, was haben wir hier? Kamerastörsystem. Ah, nee. Achso, das ist ja keine Kamera. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Ah. Ich geh mal lieber weiter weg. Der bemerkt das sonst und dann haben wir ein Problem. So, der gute Freund wird jetzt genau hierher kommen, weil er genau weiß. 12 Frames, gerade 13 Frames. Warum hat hier gerade Frame-Einbrüche ohne Ende? Jetzt geht das wieder. Weil der gute Mann genau weiß, natürlich, wo wir geschossen haben. Greifen wir den mal. Hat der uns was zu erzählen? Nein, hat er nicht. Dann nehmen wir seine Tasche. Wir gehen in seine Hosentasche und finden einen Eierkontrollgriff. Nein, natürlich nicht. EKG für Männer. Würde ich mal sagen. Da drüben ist ein Lämpchen. Ein Lämpchen zum Zerschießen. Das Gute ist, man kann die Munition ruhig... Oh Mann! Ja, Mann, Mann! Wir sind ja in China hier. Wir können ja die Munition ruhig dazu verwenden, hier alle Lichter auszuknipsen, weil... die Munition brauchen wir sowieso eh nicht. Wir können eh keine Leute killen. Also... Boah, ich bin sichtbar. Leicht sichtbar. Wo geht dann hin? Da kommt den... Komm, den holen wir uns auch noch. Den angeln wir uns auch noch. Zack. Ist hier wie beim Fischen. Nur man kann aus Erfahrung sagen, beim Fischen kriegt man wesentlich weniger Menschen an die Angel. Ich höre irgendwas piepen. Ich glaube, ich gehe auch ein bisschen zu brutal in dem Spiel vor. Eigentlich sollte man hier mehr schleichen können. Ja. Hier hoch. Hallo. Gut essen. Oh, jetzt gibt's natürlich chinesische Randgruppenwitze wieder hier. Könnte ich jetzt bringen, aber... Schmeckt gut. Nein. Ich mag alle Menschen. Können wir die killen? Nee. Ich glaube, es hieß ja keine Kollateralschaden. Schäden. Irgendwie. Ich hab was gesehen. Hier können wir hoch. Da gehen wir hoch.
muss mal. Moment, ich muss kurz bei mir runter pickeln. Hier. Volume. Oh, hier unten ist aber auch was los. Auch übrigens hier, ich habe wahrscheinlich irgendwo Party gewesen und Security-Männer jetzt schon schwer bewaffnet. Stewards überall. Ist eine blöde Idee. Ach, ich muss rüberklettern. Na, warte mal, wir schießen da drüben erstmal das Licht aus. Wer ist da? Weil die sehen uns sonst. Ich werde beschossen. So viel dazu, dass die uns sonst sehen. Ja, nochmal, also nochmal den Witz. Hier ist zwar irgendwo Party und die Stewardess, die Security-Männer haben sich jetzt hier schon voll bewaffnet. Wieso bin ich hier oben so sichtbar? Wie komme ich denn? Ich kletter einfach rüber. Weniger denken, mehr machen. Und rüber geht das. Wo ich dann natürlich hier hinkomme, keine Ahnung. Vielleicht doch nicht. Ah, genau. Ich bin hier sogar weniger zu sehen, als ich vorhin, wo ich stande. Ah, ich bin ein bisschen zu hoch gepegelt, merke ich gerade. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. So. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite der Mauer. Den Witz. Na, lass dich fallen. Genau, lass dich einfach mal fallen. Hinter dir, der wird dich schon auffangen. Ist so auch so ein ganz beliebter Streich. YouTube, hallo, hallo. Wo du eben nicht gehalten wirst. Ah, da gibt es das eine Video, wo das junge Mädel sich fallen lassen soll nach hinten und die fällt nach vorne. Das war auch amüsant. Das war mein unerwarteter Ausgang. Und da liegt die obligatorische Flasche, um abzulenken. Nehmen wir die mal. Wow, da steht er ja direkt vor uns. Aber ich glaube, wir könnten mal. Da hat sich was bewegt. Sam, jetzt enttäusch mich nicht. Ja. Magic, hä? Was hat sich da bewegt? Nichts hat sich da bewegt. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Ich hier ist. Freu dich. Ich hab was gesehen. Scheiße. Fuck, man. Wir sind nicht da. Wir sind nicht da, wir sind nicht da. Kann ich die töten? Moment, ich probier's mal. So, Kinder, alle, die jetzt hier zugucken, schaut mal weg. Kann ich hier irgendwie darüber? Nee. Na komm, wir nehmen mal die Flasche. Oh. Standing right next to him. Halt, nicht weglaufen. War nur ein Schatten. War nur ein Schatten. Schmeckt gut, chinesisch essen. Schmeckt gut. Oh, oh. Jetzt ist Skill gefragt. Zeigen Sie sich! Wie jetzt? Die Flasche ist direkt durch seinen Kopf geflogen. Das geht ja mal gar nicht, ey. Das ist ja Zauberei hier. Ich werde wohl langsam verrückt. Ich werde langsam verrückt. Ja. Schön. Und jetzt. Ich ins Gesicht werfen. Komm. Ins Gesicht werfen. Der kriegt eine Flasche ins Gesicht, weißt du? Da müsstest du. Ich hab was ja, gehört. Da müsste drei Tage kein Land mehr sehen. Ich verstehe das und nicht. Und er versteht's einfach nicht. Was mache ich hier gerade? Warum lade ich das immer wieder? Komisch. Jetzt! Speichern. Schnappen wir ihn uns. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Gut, super. Schnell speichern. Da ist der andere Fuzzi. Chinese Fuzzi. Oh, da drüben steht noch einer. Hä? Wieso bin ich denn hier unsichtbarer als zwei Schritte weiter? Verstehe ich nicht.
So. Die Lampe aus. Vor allem, also die... Ich hab was gesehen. Ja, wie? Hä? Da guckt doch keiner hin, dass da irgendwas... Es ist schon wieder so sinnlos.